Nach der verheerenden Schlammlawine auf der italienischen Urlauberinsel Ischia hat die Regierung in Rom den Notstand ausgerufen. Die Zahl der Toten ist inzwischen auf 2 gestiegen. 10 Menschen werden immer noch vermisst und darunter auch 2 Familien mit ihren Kindern. Anhaltende Stürme und Regen erschweren die Bergungsarbeiten. Die Bilder und Einzelheiten hat Peter Hanches für Sie. Ein Urlaubsparadies versinkt unter Schlamm und Geröll. Einsatzkräfte versuchen mit schwerem Gerät erst einmal wieder einen Zugang zu den verschütteten Ortsteilen zu bahnen. Überall blockieren Felsen, Baumstämme und zerstörte Autos die engen Gassen. Unter den bis zu 6 Meter hohen Geröllmassen werden immer noch zahlreiche Vermisste vermutet. Und auch im Meer suchen Taucher nach Opfern. Mehr als 130 Anwohner wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Andere versuchen mit vereinten Kräften, dem Chaos Herr zu werden. Es ist eine dramatische Situation. Alles ist von einer dicken Schlammschicht begraben. Ich kann kaum glauben, was passiert ist. Heftiger Regen hatte am Samstag gegen 5 Uhr morgens im Norden der vor Neapel gelegenen Insel im kleinen Ort Casamicciola einen Erdrutsch ausgelöst. Während viele Menschen noch schliefen, ergossen sich Schlamm und Geröll durch die engen Gassen, rissen alles mit sich, zum Teil bis ins Meer, darunter zahlreiche Autos und Busse. Dieser Mann klammerte sich stundenlang an einen Pfosten, nachdem ihn die Schlammmassen in eine Garage gespült und bis zur Brust eingeschlossen hatten. Die Retter konnten ihn nur mit großer Mühe aus der klebrigen Masse befreien. Inzwischen wird Kritik an den Behörden laut. Schuld daran sind unsere Politiker. Sie ließen in den Bergen Bäume fällen, ohne die Hänge abzusichern. Und das ist jetzt die Folge. 2010 war bereits ein 15-jähriges Mädchen nach einem Erdrutsch gestorben. Diesmal ist es schlimmer. Der Norden Ischias gilt als Risikogebiet für Erdrutsche. Der Hang, an dem es jetzt passierte, hätte nicht bebaut werden dürfen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.